Schön, dass du hierher gefunden hast zu Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kathi Claudel und mit dieser Episode erfülle ich den Wunsch von Nicole. Sie schrieb mir eine liebe Nachricht via Facebook, in der sie mich um eine Meditation gegen Hypochondrie, also die ständige Angst vor Krankheiten, bat. Diesen Wunsch möchte ich mit dieser Episode gern erfüllen. Und ich hoffe sehr, dass sie dir, liebe Nicole, aber auch allen anderen Betroffenen gut tut und eine Hilfe ist in Situationen, in denen sich die Gedanken nur um dieses eine Thema drehen und die Angst überhand nimmt. Diese Meditation wird dich in einen tiefen Zustand der Entspannung leiten. Anschließend wird sie dich dabei unterstützen, deine Ängste loszulassen und dein Unterbewusstsein mit positiven Affirmationen gegen Hypochondrie versorgen. Gesponsert wird diese Meditation von meinem Lieblingsnahrungsergänzungsmittel Athletic Greens, das mittlerweile auch das einzige ist, was ich zu mir nehme, weil einfach alles drin ist. Hast du vielleicht schon von gehört? Ich bin ja ein großer Fan davon. Und zwar trinke ich diesen wunderbaren Shake jeden Morgen, weil er mich dabei unterstützt, fit und gesund zu bleiben. Und er gibt mir noch ein wenig extra Energie für den Tag mit. 75 Vitamine, Mineralstoffe und andere tolle Sachen sind drin. Ein Rundum-Sorglos-Paket quasi. Und das stimmt tatsächlich. Denn das Tolle daran ist ja gerade, dass du nicht noch schauen musst, ob dir irgendwas fehlt, du irgendwas anderes zusätzlich supplementieren musst. Es ist alles drin und das auch wirklich perfekt und stimmig dosiert. Das Getränk ist auch super einfach zuzubereiten. Einfach das Pulver in Wasser geben, mixen bzw. shaken oder einfach verrühren. Es löst sich super auf und ist dann direkt trinkfertig. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer und Hörerinnen von Bleib entspannt, der Meditationspodcast. Und zwar bekommst du auf athleticgreens.com/entspannt kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zum Athletic Greens Abo dazu. Also schau am besten gleich mal unter athleticgreens.com/entspannt vorbei. Das kannst du auch gerne tiefenentspannt tun, indem du vorher noch eine Runde mit mir meditierst. Ich wünsche dir eine wundervolle und heilsame Meditation. Lass uns loslegen. Finde eine angenehme Position, in der du meditieren möchtest, und schließe deine Augen. Atme tief ein und bringe deine Aufmerksamkeit in diesen Moment. Fühle in dich hinein, werde dir der Empfindungen in deinem Körper bewusst, während du tief und gleichmäßig zu atmen beginnst. Fühle in deine Füße hinein, werde dir bewusst, wie sich deine Füße anfühlen. Lasse deinen Atem in deine Füße strömen und spüre, wie er durch deinen Körper fließt und sich in den Füßen ausbreitet. Spüre, wie sich deine Beine anfühlen. Atme in deine Beine. Fühle deine Hüften und deinen Po. Lasse deinen Atem auch in diese Körperregionen strömen. Fühle in deinen Bauch hinein. Werde dir bewusst, was du dort spürst. Atme in deinen Bauch. Spüre, wie sich dein Atem in deinem Bauch ausbreitet, wie sich dein Bauchraum weitet und deinen Atem umschließt. Fühle und atme in deine Brust hinein.
Was fühlst du in dieser Region? Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Rücken. Spüre, wie sich dein Rücken anfühlt. Atme in deinen Rücken. Fühle deine Schultern. Lasse deinen Atem in deine Schultern fließen und weiter hinab in deine Arme. Spüre, wie sich deine Arme anfühlen. Fühle in deine Hände hinein. Werde dir der Empfindungen in deinen Händen bewusst. Atme in deine Hände. Spüre deinen Hals und Nacken. Sende deinen Atem in diese Region. Fühle deinen Kopf, deinen Kiefer, dein Gesicht. Spüre, wie sich dein Atem auch hier ausbreitet. Fühle in deinen gesamten Körper hinein. Spüre deinem Atem nach, wie er durch alle Regionen deines Körpers fließt. Dein Atem ist die Energie des Lebens. Der Sauerstoff, den du einatmest, wird vom Blut aufgenommen. Beim Ausatmen sendest du das im Körper produzierte Kohlendioxid nach außen. Du atmest ein, was dir gut tut, und sendest das, was du nicht brauchst, wieder hinaus. Pro Tag schickst du auf diese Weise etwa 500 Liter Sauerstoff in die Zellen deines Körpers. Dabei musst du gar nichts tun. Dein Körper tut dies von ganz allein. Das Atmen ist nur eine Sache unter vielen anderen Dingen, die dein Körper ganz automatisch tut, um dich fit und gesund zu erhalten. Atme noch einmal bewusst ein. Erlaube dir, alles einzuatmen, was du brauchst, was du möchtest, was du dir wünschst. Beim Ausatmen lässt du alles hinaus, was du nicht gebrauchen kannst, was dich stört, was du loswerden möchtest. Atme Ruhe und Gelassenheit ein. Ruhe und Gelassenheit. Atme Anspannung und Unruhe aus. Atme Stärke und Sicherheit ein. Stärke und Sicherheit. Atme Sorgen und Unsicherheit aus. Atme Gesundheit und Vitalität ein. Gesundheit und Vitalität. Atme Erschöpfung und Ängste aus. Atme ein, was du festhalten möchtest. Atme aus, was du loslassen willst. Lass alles hinausfließen, was dir nicht gut tut. Atme weiter ein und aus und stelle dir vor, wie alles, was du loslassen möchtest, ganz einfach aus deinem Körper strömt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Pause zwischen deinen Atemzügen, den winzigen Moment, wenn du ganz still wirst.
Konzentriere dich einen Augenblick auf diese Stille, diese Ruhe und spüre, wie du dabei selbst ganz still wirst, wie sich die Ruhe in dir ausbreitet. Stelle dir eine tropfende Regenrinne vor. Darunter hat sich eine Pfütze gebildet und du siehst, wie ein Tropfen nach dem anderen in die Pfütze fällt. Ganz langsam, Tropfen für Tropfen. Und du zählst rückwärts mit. 10. Um jeden Tropfen herum bilden sich kleine Ringe auf dem Wasser. Du siehst winzige Spritzer beim Aufprall des Tropfens. 8. Mit jedem Tropfen merkst du, wie du ruhiger und ruhiger wirst. 7. Mit jedem Tropfen entspannst du dich mehr und mehr. 6. Atme ein und aus. 5. Lasse los, entspanne. 4. Du wirst ganz weich und leicht. 3. Entspannung fließt durch deinen gesamten Körper. 2. Leicht und weich. 1. Du bist völlig entspannt. Aus jedem Tropfen wird ein Ozean. Und so siehst du, dass aus der Pfütze ein traumhaftes Meer geworden ist. Du stehst barfuß auf dem warmen, weißen Sand und blickst hinaus auf das türkisblaue Wasser. Die Sonne steht schon tief am Himmel. Ihr rotes Licht spiegelt sich auf dem Meer. Es ist so friedlich hier. Du fühlst dich sicher und geborgen. Während du den Sonnenuntergang betrachtest, spürst du die ganz spezielle Energie, die an diesem Ort herrscht, die in dich hineinfließt und sich durch deinen Körper bewegt. Es fühlt sich an wie ein sanftes Prickeln, ein zauberhaftes Glücksgefühl. Du gehst mit den Füßen ins Wasser hinein und merkst, dass es angenehm warm ist. Also beschließt du dich auszuziehen und eine Runde zu schwimmen. Nach einer Weile legst du dich mit dem Rücken auf das Wasser und lässt dich von den sanften Wellen hin und her schaukeln. Du bist voller Vertrauen und fühlst dich sicher und geborgen. Dieses Vertrauen strömt durch deinen gesamten Körper
und du merkst, wie auch deine Gedanken davon aufgeladen werden, wie du beginnst zu vertrauen, wie es dir immer leichter fällt, deine Gedanken zu beobachten, statt dich hineinzubegeben und darin zu versinken. Wie du erkennst, welche Gedanken dir gut tun und welche du einfach weiterziehen lässt. Du vertraust dir, deinem Körper und dem Leben. Sobald du merkst, dass deine Gedanken sich um das Thema Gesundheit drehen, wirst du aufmerksam und trittst in die Rolle eines Beobachters. Du betrachtest deine Gedanken von außen, ganz neutral, und lässt sie einfach fließen, einfach da sein. Wenn du merkst, dass du dich in deine Gedanken verstrickst, dass du dich in Sorgen über Symptome oder Krankheiten verlierst, atmest du ganz bewusst und tief ein und aus und lässt den Strudel dieser störenden Gedanken aus dem Körper fließen. Du kontrollierst deine Gedanken. Du bist Herr dessen, was sich in deinem Kopf abspielt. Du kontrollierst deine Gedanken. Du bist Herr dessen, was sich in deinem Kopf abspielt. Du kontrollierst deine Gedanken. Du bist Herr dessen, was sich in deinem Kopf abspielt. Und während du auf dem Meer schwebst und sanft hin und her geschaukelt wirst, wiederholst du die folgenden Affirmationen in deinem Kopf. Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Körper. Ich habe vollstes Vertrauen in meinen Körper. Ich weiß, dass mein Körper alles tut, um mich gesund zu erhalten. Ich weiß, dass mein Körper alles tut, um mich gesund zu erhalten. Ich helfe meinem Körper dabei, so gut es mir möglich ist. Ich helfe meinem Körper dabei, so gut es mir möglich ist.
Ich achte in einem angemessenen Maß auf meine Gesundheit. Ich achte in einem angemessenen Maß auf meine Gesundheit. Ich ernähre mich gesund, bewege mich regelmäßig und gehe hinaus an die frische Luft. Ich ernähre mich gesund, bewege mich regelmäßig und gehe hinaus an die frische Luft. Ich schlafe genug und achte darauf, mich ausreichend zu entspannen. Ich schlafe genug und achte darauf, mich ausreichend zu entspannen. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich lieben und deren Liebe ich erwidere. Ich umgebe mich mit Menschen, die mich lieben und deren Liebe ich erwidere. All das hilft meinem Körper dabei, mich gesund zu erhalten. All das hilft meinem Körper dabei, mich gesund zu erhalten. Wenn ich etwas an meinem Körper bemerke, was mir ungewöhnlich erscheint, bleibe ich ruhig und besonnen. Wenn ich etwas an meinem Körper bemerke, was mir ungewöhnlich erscheint, bleibe ich ruhig und besonnen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich bin mir bewusst, dass mein Körper in der Lage ist, mich gesund zu erhalten. Ich bin mir bewusst, dass mein Körper in der Lage ist, mich gesund zu erhalten. Ich liebe meinen Körper bedingungslos. Ich liebe meinen Körper bedingungslos. Lasse die Bilder allmählich ziehen. Wann immer du mit Angst konfrontiert wirst, komme zurück an diesen Ort. Geborgenheit, Ruhe und Gelassenheit existieren in dir selbst. Du musst es nicht im Außen sehen, um es im Inneren wahrnehmen zu können. Blicke jeden Tag nach innen, um dich an diesen ruhigen, sicheren Ort zu erinnern, der in dir selbst existiert. Lasse deinen Atem tiefer werden. Wackle mit deinen Fingern, mit deinen Zehen. Setze ein sanftes Lächeln auf deine Lippen. Wenn du magst, dann recke und strecke dich ein wenig. Und wenn du dazu bereit bist, öffne deine Augen. Willkommen zurück. Wie geht es dir nach dieser Meditation? Ich hoffe, du konntest die Ruhe und Gelassenheit finden, nach der du gesucht hast. Wiederhole die Meditation immer dann, wenn dein Geist sich wieder in sorgenvollen Gedanken über Symptome und Krankheiten verstrickt oder die Angst davor zurückkehrt. Wenn dir diese Meditation gut tut, dann zeige das bitte gerne mit einer positiven Bewertung. Dadurch hilfst du, diesen Podcast zu verbessern und am Leben zu erhalten. Alles Liebe und bleib entspannt, deine Kathi.